Erinnert ihr euch an das Jahr 1998? YouTube Analytics nachzuurteilen sollten die meisten von euch das tun. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Serie Friends war auf dem Höhepunkt ihres Daseins und machte das Genre der Sitcom so beliebt wie noch nie. Mit Zelda Ocarina of Time schickte Nintendo ihren Helden Link in die dritte Dimension und setzte neue Maßstäbe im Genre der Action-Rollenspiele. Britney Spears veröffentlichte den Titel Baby One More Time und veränderte damit die Musikindustrie für... Naja, wisst ihr was? Vergesst den letzten Punkt. Denn das Wichtigste im Jahr 1998 war die Tatsache, dass George Lucas einen neuen Star Wars Film ankündigte. Nachdem 1983 die Originaltrilogie fulminant zu Ende ging, wir 1997 eine Special Edition bekamen, nach der kein einziger Mensch gefragt hatte und die sogar noch weniger Menschen gebraucht hätten, sollte es nun endlich neues Futter geben. Wenn ihr ungefähr so alt wie ich oder älter seid, dann erinnert ihr euch bestimmt noch gut an die weltweite Euphorie, die die Information über einen neuen Star Wars Film damals ausgelöst hat. Und genau in diese Euphorie setzt der Film Fanboys an. Doch bevor wir über den Film sprechen, möchte ich kurz klären, warum wir über ihn sprechen. Meine Stammzuschauer werden es sicherlich wissen. Mittwoch 15 Uhr und Rolf bespricht einen Film, den die jüngeren Zuschauer vermutlich gar nicht kennen. Das kann nur eins bedeuten. Der Nacho-mäßigste Podcast der Podcast-Geschichte, Nachos mit Dip, hat wieder zugeschlagen. Genauer gesagt, Marco. Richtig, Vergangenheitsrolf. Und da unser Podcast mittlerweile über ein Jahr alt ist, hat sich Marco einen ganz, ganz besonderen Film ausgesucht. Doch lassen wir ihn selbst erklären. Ich habe einen außerhalb der Liste gewählt. Total bizarr für das mich. Das ist ja heute mal ein richtiger Punk. Heute ist ja unsere Aufnahme Nummer 13. Echt? Oh, stimmt. Na eben. Da hatte ich halt einfach irgendwie gedacht, das muss man doch mit irgendeinem Film zelebrieren. Und dann habe ich halt so überlegt, welcher passt denn dazu? Kannst du ihn sehen oder blendet die Sonne? Oh, sofort erkannt. Krass, ja. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ahoi hoi und willkommen zu Reus Filmkritiken. Ganz kurz zur Story des Films. Vier Freunde sind riesengroße Star Wars Fans und namensgebende Fanboys. Einer von ihnen erkrankt an Krebs und wünscht sich, noch vor seinem Tod Episode 1 sehen zu dürfen. Also machen sich die Gefährten auf eine unerwartete Reise zur Ranch von George Lucas, um in dessen heiligen Hallen den Rohschnitt an sich zu reißen. Auf ihrem Weg dahin begegnen sie einigen Personen, die euch bekannt vorkommen dürften. Da hätten wir William Shatner, den originalen James Tiberius Kirk, Captain der Enterprise, Carrie Fisher alias Prinzessin Leia, Billy Dee Williams alias Lando Calrissian, Ray Park alias Darth Maul, alias der am coolsten aussehende Sith der Star Wars Geschichte, Jamie King, die Amber in der Clone Wars Serie und Jay und Silent Bob aus den Jay und Silent Bob Filmen. Mein Lieblingscameo eines Stars und Fanboys ist allerdings Seth Rogen. Er spielt einen fanatischen Trekkie, der sein reales Leben komplett nach den Grundsätzen der Sternenflotte führt. Ein feiner Kerl. Und wie sich das für die 90er gehört, leben Trekkies und Warsler nicht in friedlicher Koexistenz, sondern in einem erbitterten Krieg der Franchises. Das Traurige an Fanboys ist, dass ihn im Gegensatz zu Star Wars Episode 1 so gut wie niemand gesehen hat. Nicht mal eine Dreiviertelmillion hat er 2009, seinem Erscheinungsjahr, eingespielt, was ein katastrophaler Wert ist. Bitter ist das, wenn man bedenkt, dass im selben Jahr Die Reise zum Mittelpunkt der Erde weit über 300 Millionen, Transformers 2 Die Rache weit über 800 Millionen und Avatar über 2,7 Milliarden eingespielt hat. Und ich möchte besagten Filmen nicht ihren Erfolg mies machen, aber wenn man eine Milchmädchenrechnung aufmacht und Güte nach Zahlen bemisst, dann wäre Avatar 4000 Mal besser als Fanboys. Ich persönlich finde ihn aber nur 0,8 Mal so gut. Bevor ich mein Fazit ziehe, möchte ich noch eine Szene ansprechen, die mein Privatleben nachhaltig verändert hat. Wer mit mir im realen Leben befreundet ist, wird sich vielleicht über eine merkwürdige Eigenart von mir gewundert haben. Und zwar ist es so, dass wenn ich Auto fahre, ausschließlich Rush aus den Boxen tönt. Und wenn ein Beifahrer fragt, ob wir nicht etwas anderes hören können, dann sage ich, nein, wir hören nur Rush. Nur Rush. Zurückzuführen ist dieses merkwürdige Verhalten auf... Das ist alles Rush. Etwas Abwechslung wäre schön. Rush ist Abwechslung, du Arsch. Engel Nummer 1. In meinem Van wird nur Rush gehört. Nur Rush. Die ganze Zeit über. Ohne Ausnahme. Das war natürlich ein Witz. In Wirklichkeit läuft bei mir im Auto ausschließlich... Fanboys bekommt von mir 8,5 von 10 Punkten und ich empfehle ihn uneingeschränkt jedem, der entweder oder sowohl Star Wars bzw. Star Trek Fan ist oder wer einfach mal eine witzige Komödie sehen will. Vielen Dank an Marco für diese herrliche Hausaufgabe. Besser hätten wir unser Einjähriges nicht feiern können. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.